Ein bauliches Großprojekt wie der Abriss bzw. der Neubau der Hans-Martin-Schleyer-Brücke in Esslingen besteht immer aus besonders spektakulären, aber auch eher verborgenen Arbeitsschritten. Zweifelsohne. In den letzten Wochen und Monaten waren es eher die etwas mehr verborgenen, aber dennoch aufwendigen Vorbereitungen für das neuerlich anstehende Highlight. Die Absenkung der riesigen Brückenstahlkonstruktion auf die endgültige Höhe der neuen Hans-Martin-Schleyer-Brücke. Eine dieser Vorbereitungen war die Verstärkung der Brückenpfeiler im Neckar, die bereits die ehemalige Hans-Martin-Schleyer-Brücke verlässlich und stabil über dem Wasser hielten. Aufgemuskelt mit etlichen Tonnen Beton stehen sie nun parat für ihre neue schwergewichtige Aufgabe. Das mächtige Stahlgerüst, den zukünftigen Unterbau der neuen Brücke, aufzunehmen und für die kommenden 80 bis 100 Jahre ebenso sicher über dem Neckar zu halten, so wie es die ehemalige Brücke getan hat. Bewährtes zu erhalten, zu restaurieren und weiterhin zu nutzen. Auch bei den Brückenpfeilern der zukünftigen Esslinger Hans-Martin-Schleyer-Brücke lohnt sich das in gleich mehrfacher Hinsicht. Das hat den Vorteil, wenn wir hier die Pfeiler, die jetzt hier vorhanden sind, weiter nutzen können, dass wir natürlich auf diesen aufbauen können, dass wir dort Bauzeiten einsparen können, aber natürlich auch die Herstellung. Da sparen wir Geld natürlich, aber auch Ressourcen, diese neu wieder hierher zu bringen. Transportwege sparen wir ein. Und wir sparen auch ein in der Vorbereitung zu dieser ganzen Maßnahme, dass wir in der vorhandenen Trasse bleiben und hier kein neues Genehmigungsverfahren brauchen, um diese Pfeiler im Bereich des Gewässers oder im Randbereich genehmigen zu lassen. Und dann war es endlich soweit. Zentimeter um Zentimeter ließen die speziellen Hydraulikpumpen über 2 Tage den 500 Tonnen schweren Stahlkoloss Zug um Zug herab. Aufgrund der langen Dauer haben wir dieses hier im Zeitraffer festgehalten. Noch knapp 1,5 Jahre wird es voraussichtlich dauern, bis die neue Hans-Martin-Schleyer-Brücke fertiggestellt ist. Jetzt, zur ungefähren Halbzeit der Gesamtmaßnahme, geht das Projekt nun in seine zweite, ganz entscheidende Phase. Also aktuell beginnen wir jetzt mit dem Aufbau der neuen Brücke. Seither waren wir jetzt im letzten Jahr beschäftigt, die Brücke abzureißen, die alte abzubauen, und jetzt haben wir hier die neuen Stahlteile für die neue Brücke da, und die wird nun aufgebaut.